Herr Winkler, wenn ich Sie ans Rednerpult bitten darf. Schön, dass Sie gekommen sind und sich auch als Schirmherr zur Verfügung gestellt haben. Ja, danke schön. Natürlich bin ich sehr gerne gekommen und habe sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Ich mache das relativ häufig, aber immer auch nur für wirklich soziale Projekte und für Projekte, die wirklich auch einen ganz besonderen Stellenwert in der Stadt haben, weil sonst macht man nichts anderes mehr. Das ist schon so. Aber das war mir sehr wichtig, um eben Zeichen zu setzen, dass das Thema uns wichtig ist und mir persönlich, aber auch insgesamt der Stadtverwaltung. Ja, ganz besonders möchte ich Frau Mittendorf grüßen, das sehe ich Sie gerade, das ist gut, sehe ich das gerade, das Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung und den Patientinnen und Patienten. Das ist deswegen wichtig, weil wir das als Stadt immer auch nur gemeinsam schaffen können, mit Land und Bund, gemeinsam Programm, weil es eine riesengroße Aufgabe ist, weil wir noch viel, viel nachholen müssen, weil wir noch viel, viel vor uns haben. Und insofern ist es gut, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch, dass viele aus der Stadtgesellschaft, aus der Politik, aus der BIF, aus vielen anderen Initiativen da sind. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn Sponsoren und Sponsoren da sind. Auch da ist bei uns in Arnsberg bei der gut unterwegs. Mit gerade jetzt in dem Fall darf man sagen, auch der Sparkasse und der Volksbank und anderen, aber die sich auch wirklich sehr, sehr intensiv einbringen in die Stadt. Das ist übrigens nicht immer so. Das würde ich mal an der Stelle vielleicht sagen, weil ich kann das bei der Sparkasse ganz genau sagen, bei der Volksbank bin ich nicht so tief in die Bücher haben. Da weiß es eben auch von den Auswirkungen her, die Banken, beide Banken machen sehr, sehr viel. Das machen andere nicht unbedingt immer so. Das hilft uns natürlich, das hilft den Menschen. In der nächsten Diskussion, den Personenpreis, haben wir darüber diskutiert, machen wir das? Die Frage ist immer, was will man für eine Stadt? Was für eine Stadt will man leben? Und wie will man mit den Menschen in der Stadt leben umgehen? Das ist für Menschen, die keine Behinderung haben, eine ganz andere Fragestellung als für Menschen, die eine Behinderung haben oder die Angehörige haben, die eine Behinderung haben. Weil wer das nicht erlebt, wer das nicht, wer da nicht mit konfrontiert ist oder wer das Bewusstsein nicht dafür hat, der hat eine andere Sicht. Ich kann das nachvollziehen, mein Vater hat vorher gestorben, ist auch im Rollstuhl gesessen. Ich habe damals in der Mietwohnung im dritten Stock gewohnt. Das war natürlich ohne Fahrstuhl. Das war erstens unwürdig, meinen Vater da hochzuschleppen, teilweise mit Pausen zu machen. Ich hätte mir gewünscht, dass er das nicht mehr erleben müsste. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Also man könnte jetzt 100.000 andere Beispiele nennen, die wir im Alltag erleben. Oder jemanden, der mich sehr gut kannte, der mich darum gebeten hatte, eine Bank noch irgendwo hinzusetzen. Ich sage, ja, noch eine Bank, brauchen wir noch eine Bank. Der tatsächlich sagt, ich kann aber nicht mehr so weit laufen. Und ich muss mich auf die Straße setzen. Ich habe eine Erkrankung und ich komme gar nicht mehr bis zur nächsten Bank, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich mobil sein will. Klar, ein Rollator, aber auch da ist dann irgendwann die Grenze erreicht. Also das sind so ganz, könnte man unendlich fortsetzen. Und das Bewusstsein bei den Menschen, die jetzt hier sind, glaube ich, ganz bestimmt, dass das da ist. Aber das ist eben, ich sage das auch ein bisschen kritisch, bei ganz vielen Menschen noch nicht da, das Verständnis und auch das, was wir die Dinge so tun. Wir werden da besser. Wir werden da in den letzten Jahren, ich glaube in Deutschland insgesamt, aber auch in Arnsberg besser. Aber es ist immer noch vieles, ganz, ganz viele Sachen. Wenn ich so einen Poller sehe, wo man mit dem Kinderwagen kaum durchkommt, geschweige denn der Rollstuhl. Ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ja, also das plant ja nur einer, der noch nie irgendwie einen Zwillingskinderwagen oder einen Rollstuhl oder irgendwas anderes, wo er durch hat schieben müssen oder selber mal durchfahren musste. Und das sind eben die ganzen vielen Sachen, die in der Summe eine inklusive Stadt ausmachen. Und da sind wir noch, das würde ich Arnsberg nicht nennen, das hätten wir noch nicht verdient. Wir müssen noch viel, viel mehr tun. Inklusionsweise ist nochmal Bewusstsein machen, das ist gut, das ist schön, das ist wichtig. Weil, und das sehe ich heute und ich freue mich auch ganz besonders, dass ganz viele dabei sind, die ich auch persönlich viele Jahre kenne und Jahrzehnte kenne. Und wo ich weiß, was sie für eine Arbeit machen und wie sie sich ganz selbstverständlich in den Dienst der Menschen und der Behinderten stellen. Wir haben viele Fragestellungen ganz vielleicht zu beantworten. Und als Gesellschaft. Und wenn wir Menschen mit Behinderung nicht näher in die Gesellschaft holen und es nicht noch besser schaffen, sie zu integrieren, dann machen wir das nicht gut. Weil es gibt andere Länder, das habe ich schon erlebt, wo es selbstverständlicher ist, wo es einfacher ist und besser ist. Und wir haben einen Denkfehler als Deutsche, glaube ich, in den letzten Jahren, das ist mir bewusst geworden. Ich sage das mal, meine persönliche Meinung. Wir haben immer gedacht, wir wären allen die Besten. Beim Fußball spielen wir schon lange nicht mehr. Aber stimmt auch nicht im Bereich der
inklusiven Tätigkeiten, das stimmt auch nicht im Bereich des Klimaschutzes, das stimmt auch nicht im Bereich der Digitalisierung, das stimmt in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht. Das ist nicht weiter schlimm. Man muss es nur nicht anders propagieren und man muss sagen, da müssen wir gucken, dass wir besser werden. Man muss nicht immer Erster sein, aber muss auf jeden Fall besser werden. Und so sehe ich das bei dem Thema auch. Und das kann ja nur ein weiterer Baustein sein heute. Und wir haben es eben gehört, nehmen wir es mal Lego-Rampe, das sind alles so Dinge. Wenn ich da manchmal mitbekomme, dass Behörden, das sind wir, Bezirksregierung ist ja nicht mehr so direkt, aber auch manchmal Behörde, wir sind ja auch Behörde, dass dann, wenn jemand so eine kleine Rampe, jetzt nicht die Lego-Rampe, dahin gebastelt hat und wir dann als Ort und sagen müssen, das ist aber jetzt nicht genehmigt. Das, hat, na, das sind da so Sachen, klar, das stimmt formal, aber wir müssen ja nach Lösungen suchen, die den Menschen helfen. Dass dann die Gradzahl vielleicht ein Grad zu wenig ist, ja, das muss auch sicher sein, alles klar, aber wir hatten vor kurzem im Öffentrop die Kinderbibelwoche und da ist eine, ungefähr in meinem Alter eine sehr schwer behinderte Schulkollegin von mir, die wirklich nur noch mit dem Rollstuhl also stark angeschränkt ist und die liest da seit Jahren vor und jetzt haben wir ja die Container aufgestellt und da muss man sich fragen, wie kann das sein, dass dann zwei Schulcontainer für die OGS da stehen, wo man mit dem Rollstuhl überhaupt keine Chance hat, ranzukommen. Also als gehbehinderter Mensch schon schwierig, aber im Rolli gar nicht. Und dann waren die ersten Versuche, in Öffendorf ist das so, wie in den Dörfern, weiß es auch, in Arnsberg, es haben viele gesagt, komm, wir bauen da irgendwas. Ich kenne jemanden, der baut was. Ja, das wäre das gleiche Thema, wir haben es dann hingekriegt am letzten Meter. Aber das kann nicht sein, dass ich als Bürgermeister dann mich darum kümmern muss, noch, dass wir das hinbekommen und dass die Frau von dem von mir dann den Kindern vorlesen konnte. Das sind so Beispiele, die deutlich machen, es funktioniert vieles schon und wir werden besser, aber es ist eben noch lange nicht so. Und das hat auch damit zu tun, dass die letzten Jahre, ich will das nicht alles wieder runterreihen, alle wissen, was Corona und auch Ukraine für uns bedeutet, aber es ist ja immer so, es trifft alle, aber die eh schon von denen betroffen sind, die trifft es noch viel mehr. Ich kann leicht reden. Ich habe ein tolles Haus. Ich bin, soweit ich weiß, dass meine Familie ist, gerade alle mit den Kindern dann hier liegen mit der Erkältung. Das ist ja, glaube ich, momentan ziemlich heftig. Meine Tochter ist im Krankenhaus und ein anderes mit 40 Fieber zu Hause. Deswegen will ich gleich, wenn es geht, etwas mehr reden. Das wäre mir ganz lieb, weil ich noch was machen muss. Aber mir geht's gut. Und den Menschen, denen es gut geht, finanziell oder auch gesundheitlich, die kommen natürlich leichter durch so eine Krise. Und die Menschen, die sowieso schon beeinträchtigt, den hat die Krise nochmal ganz besonders zugesetzt. Und das ist ein Punkt, wir haben zwar Aufholpakete gemacht und wir haben auch in Arnsberg viele Maßnahmen getroffen, die finanziell für uns auch nicht leicht waren, zur Unterstützung, aber tatsächlich ist das schwierig. Tatsächlich ist das schwierig, dass es bei jedem Einzelnen hier einzeln ankommt. Und das hat sicherlich ein bisschen geholfen, aber auch nicht mehr. Und vielleicht auch mal zu erwähnen, die Bundesregierung hat ja auch Entlastungspakete. Ich will zum einen an der Stelle sagen, der Doppelwumms ist für uns ein Doppelwumms im Haushalt, weil wir nämlich mit 5 Millionen als Kommune an den Entlastungspaketen beteiligt sind. Und das ist gut, aber es ist eben immer noch so, dass wir da als Kommune eben auch dann irgendwann an unsere Grenzen kommen. Wir wollen heute über im positiven Sinne viele schöne Sachen, das darf man sagen, viele schöne Initiativen ehren, ansprechen und würdigen. Und ich verfolge das vielfach, ich kenne einige sehr, sehr nah und einige sehr, sehr eng. Ich muss unbedingt jetzt mal zum Fußballpunkt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber da steht, war ja nicht Corona auch nicht so einfach. Aber ich bin ganz, ihr seid vielleicht ganz froh, dass ich nicht da war. Verletzt mich immer genug. Aber es ist eben so, dass ich mir fest vorgenommen habe, auch bei allen Initiativen, die heute da sind, darauf wirklich vorbeizukommen. Die heute für den Fußball oder sowas kenne ich auch schon, da war ich auch schon mal bei. Aber es ist eben so, dass das würde ich gerne, wenn ich es noch nicht gemacht habe, nachholen. Es ist einfach auch nochmal persönlich zu würdigen, vorbeizukommen. Aber heute ist erstmal Feier angesagt. Es ist immer schwer bei so einer Preisverleihung, das habe ich vorher, das sagt immer so jemand, der in der Jury saß oder dabei ist. Alle hätten natürlich den ersten Preis verdient. Aber irgendwo sagt man dann doch, wir gucken mal, wer ist denn noch bei den Besten noch ein bisschen besser und wer hat noch einen anderen Akzent in seiner Gruppe. Und deswegen wollen wir das heute auch so würdigen. Und die jetzt nicht ganz vorne sitzen und fliegen, die brauchen sich nicht zu grämen, die machen alle eine tolle Arbeit und das wissen wir auch alle zu bewegen. Wir sind auch sehr stolz auf diesen Einsatz der Initiativen. Vor allen Dingen ist es häufig so, das muss, kann sich Politik was von abschauen, oft sehr selbstlos und nicht im Mittelpunkt stehend. Dass man das mal öffentlich macht, das ist ja gut, das wird auch gemacht, das ist auch wichtig.
damit ja auch die Menschen wissen, was da passiert. Aber es ist eben nicht so anpreisend. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, von Leuten, die oft eine große Klappe haben, da würde ich mir lieber mal wünschen, wenn sie dann sich so einer Initiative anschließen und tatsächlich mal was machen, anstatt drüber zu reden. Das ist immer so ein Punkt. Das finde ich ganz wichtig. Und insofern, macht bitte weiter. Wir werden euch als Stadt, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, auch unterstützen. Wir haben, es ist nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, es ist eine moralische und eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und wir haben dadurch auch eine große Bereicherung in der Stadt. Das sehen wir bei den Menschen mit Behinderung so, das sehen wir aber auch bei den Menschen, die zu uns kommen. Wir haben hier vor nicht allzu langer Zeit viele Menschen aus der Ukraine begrüßt. Das sind auch so Sachen, die auch ans Herz gehen, wenn man sieht, was das mit den Menschen macht, wenn man sich die Geschichten anhört. Deswegen mit den Menschen sprechen, mit den Menschen, die es betrifft, sprechen, mit denen sich in Verbindung setzen und dann merkt man, was dahinter steckt. Ich möchte mich dann nochmal, bevor meine Stimme gleich ganz weg ist, abschließend bei Ihnen und bei euch sehr herzlich bedanken für den Inklusionspreis, bei der Verwaltung, für alle, die da beteiligt waren, die mitgeholfen haben. Natürlich insbesondere bei denen, die heute hier sind und den Preis bekommen. Ich will gucken, dass ich die Preisverleihung bis halbwegs noch mitbekomme und werde dann mich auch noch bei allen verabschieden. Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag. Ich wünsche uns, dass wir sehr viel erfolgreicher werden mit dem Thema Inklusion in den nächsten Jahren. Das müssen wir und das schaffen wir auch. Dankeschön.